US-Bomber fliegen am 21. April 1945 einen Angriff auf Matrei am Brenner. Die jahrhundertealte Burg Trautson konnte einst vielleicht Kanonenkugeln standhalten. Den 34 Tonnen Bomben, die an diesem Ostermontag auf den Ort niedergingen, allerdings nicht. Die Perle des Wipptals wird kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs fast völlig zerstört. Mehr als 75 Jahre später graben hier Archäologen der Uni Innsbruck, unter anderem für das Friedensprojekt Operation Trautson in Zusammenarbeit mit der Universität New Orleans. Die Wissenschaftler wollen mehr über die geschichtsträchtige Befestigungsanlage erfahren, die ihre Anfänge im 13. Jahrhundert hat. Etwa 90% der Bausubstanz wurden bei dem Angriff zerstört. Was hier in den letzten Kriegstagen passiert ist und welche Auswirkungen die Bombenexplosionen und auch das nachträgliche Aufräumen auf den archäologischen Befund, also die Art, wie sich die Ruine heute präsentiert hatten, möchte Projektleiter Harald Stadler mit seinem Team herausfinden. Das und noch viel mehr. Also die Ziele unserer archäologischen Untersuchungen auf Burg Trautson sind von zwei Hauptfragen gekennzeichnet. Die erste ist eine forschungsgeschichtliche, also wir wollen wissen, wie alt die Burg tatsächlich ist. Wir haben schriftliche Quellen, aber wir haben eben über die Archäologie Möglichkeit, dann eben auch ältere Burgenbauphasen festzustellen. Das ist das eine. Dann der Hügel selber gibt auch siedlungsgeschichtlich sehr viel her. Also wir können Funde von der mittleren Steinzeit, also 7., 6. Jahrtausend bis praktisch 1945 erwarten. Die zweite Stoßrichtung ist eine denkmalpflegerische. Also die Burg wird ja revitalisiert oder das, was von der Burg übrig geblieben ist. Und da sind also Infrastrukturbauten notwendig aus Holz. Und das ist eben der zweite Bereich, auf den wir uns eben konzentrieren, um eben dort eben ältere Strukturen also festzustellen. Um zu wissen, wie die Burgmauern im Untergrund genau verlaufen, müssen die Archäologen sie mitunter erst finden. Alte Pläne sind oft ungenau. Hier am Gelände von Burg Trautson weichen die Mauerfundamente um bis zu 7 Meter vom Plan ab. Zwei archäologische Schnitte helfen, die genaue Lage zu erfassen und somit die Burg nach heutigen Standards neu zu vermessen. Der Schnitt 1 bedeutet für uns die Anschlüsse des Burgfrieds hin zur eigentlichen Burg. Und wir versuchen, die Zwingermauer und die Wehrmauern zu differenzieren, finden auch hier einen Steineversturz, können dadurch auch eruieren, wie der Druck der Bomben hier auf die Mauer gewirkt hat, wie ist diese Mauer eingestürzt, von welcher Seite. Und wir sind im Bereich der alten Kapelle, wo wir auch vielleicht annehmen, durchaus noch Teile zu finden, die uns klare Hinweise auf die Nutzung geben. Der Schnitt 2 stellt eine große Herausforderung dar. Kaum, dass ich mich jetzt in den letzten 10 Jahren erinnern kann, dass man so große Schnitte gemacht hat. Wir sind da hier wirklich in einer Vorreiterrolle in wenigen Tagen. So eine Grabungskampagne dauert ja nicht jahrelang, sondern es ist immer punktuell. So dass wir heute sagen können, dass wir die östliche Mauer im Schnitt 2 gefunden haben und jetzt ganz sorgfältig dokumentieren. Auch aus einem konservatorischen Effekt heraus, dass wir bei weiteren Bautätigkeiten in der Burg, die Jetztzeit betrifft, die Neuzeit betrifft, hier quasi klare Informationen haben, wo kann man bauen, wo kann man nicht bauen. Somit wirken wir hier eigentlich auch als archäologische Baubegleitung. Der Bereich der alten Kapelle ist im westlichen Teil der Burg. Bei den Grabungen treten verschiedene Funde zutage, die zunächst nicht genau eingeordnet werden können. Durch die Wucht der Bombenexplosionen können Gegenstände vom Ursprungsort über große Distanzen verteilt werden. Auch die zeitliche Abfolge wird gestört. Aber warum war Burg Trautson überhaupt Ziel der US-Bomber? In den letzten Kriegstagen, es waren wirklich nur wenige Wochen bis Kriegsschluss, wurde versucht von den alliierten Streitkräften, die hier nahegelegene Eisenbahn und die Tunnel zu bombardieren. Andererseits hat man natürlich auch Angst gehabt, dass sich hier eine kleine Alpenfestung befindet. Und so wurde über mehrere Flugangriffe hindurch diese Burg zerstört. Am Institut werden die Funde genau katalogisiert. Ziel ist es, die Gegenstände und deren ursprüngliche Verwendung zu rekonstruieren und sie zeitlich und geschichtlich einzuordnen.
Naja, es war eben die Frage, wie ich schon eingangs erwähnt habe, nicht? Also wie sieht so eine Burg nach einer Bombardierung aus? Vor allem, wie sehen die Kleinfunde aus und wie sieht die Bausubstanz aus? Besonders spannend für uns war eben, dass wir eben Ausstattungsstücke aus der Kapelle der heiligen Euphemia eben auch entdecken konnten, unter anderem einen Weihwasserkessel, nicht? Also, und Fragmente von Kandelabern, die also in nachweislich, also mit Bildmaterial unterstützt eben in der Kapelle der heiligen Euphemia waren. Aber wir konnten eben auch also ältere Bauphasen also feststellen aus dem 16. Jahrhundert und den Mauerverlauf von noch älteren Bauphasen, die aber dann ein Projekt der nächsten Jahre werden. Das Friedensprojekt Operation Trauzorn dauert 3 Jahre. Sobald es wieder möglich ist, sollen dann auch die Kollegen aus New Orleans für weitere Grabungen nach Tirol kommen. Gemeinsam wollen sie die Geschichte und die Schicksalstage von Burg Trauzorn aufarbeiten. Der Verein Schloss Matrei Trauzorn will die Burg revitalisieren. Auch hier fließen die Erkenntnisse der Archäologen ein.